wann macht Sport glücklich oder zumindest zufrieden? Das ist natürlich eine gute Frage, gerade jetzt im Winter, wo es so früh dunkel wird und wo Leute dann manchmal ein bisschen ihren Winterblues haben und ihre depressiven Stimmungslagen haben. Und dann ist es natürlich toll, wenn wir irgendwas haben, was uns ein bisschen aufpusht und ein bisschen Happy Pill-mäßig uns auch hilft, wie vielleicht auch der Sport sein kann. Darauf gibt es sicherlich viele Antworten, aber eine besteht darin, dass wir ein bisschen darauf achten sollten, dass wir Sport und Bewegung treiben, so dass es unsere tiefen inneren Bedürfnisse befriedigt. Und wenn die nämlich befriedigt sind, dann fühlen wir uns gut und dann fühlen wir uns wohl. Und was sind das für Bedürfnisse? Also die meisten Psychologen sagen, dass drei Hauptbedürfnisse dahinter stecken, nämlich Autonomie, Kompetenz und Beziehung. Sport macht uns also dann vor allem zufrieden und glücklich, wenn wir die Sportaktivität wirklich völlig frei wählen können, selbstbestimmt sind und selbst entscheiden können, was wir machen, ohne Zwang von außen, also autonom sind, selbstbestimmt sind. Und der zweite Weg könnte sein, also Kompetenzen zu erwerben oder zu merken, dass man was kann, beim Sport zu fühlen, ja, ich kann so eine Strecke laufen oder ich kann dieses Gewicht heben oder ich kann einfach spazieren gehen, das tut mir gut, meine Gelenke machen das mit und so weiter. Also eine Sport- und Bewegungsform wählen, wo ich wirklich mich selbst ein Stück weit fähig fühle und bewusst erlebe, dass ich vielleicht auch für mich verbessere und etwas dazulerne. Also dass dir das Bedürfnis nach Kompetenz befriedige. Und das letzte Bedürfnis nach Beziehung ist mindestens genauso wichtig, also Sport auch nutzen, um mit anderen was zusammen zu machen, um in der Gemeinschaft zu sein oder um mit den Partnerinnen, dem Partner zusammen zu sein, um was gemeinsam zu erleben. Und das heißt also, während der Sport- und Bewegungsaktivität das Gefühl zu haben, ich bin mit jemandem verbunden, ich bin in einer Einheit, in einer Beziehung, das können aber Freunde genauso gut sein wie eine Mannschaft, das ist auch das Bedürfnis nach Beziehung zu erfüllen. Und letztlich also muss man nicht alles drei befriedigt werden, aber wenn eine dieser drei Sachen stimmt, dann ist Sport zumindest sehr zufriedenstellend, wenn nicht sogar glücklich machend, und dann kann es tatsächlich eine Happy Pill sein.